Woher weiß ich, ob sie mich mag? Was sind die Anzeichen? Was du da verspürst, mein Lieber, das kenne ich nur zu gut. Das ist der Zweifel. Der Zweifel, ob du gut genug bist. Der Zweifel, ob sie dich wirklich mögen könnte. Zweifel ist die Hölle auf Erden. In diesem Video fokussieren wir uns auf das Gegenteil von Zweifel. Auf Selbstvertrauen. Wie Morpheus in Matrix sagt, wenn du bereit bist und das gelernt hast, was du in diesem Video bekommst, dann wirst du nicht mal mehr wissen müssen, ob sie dich mag. Denn dann wirst du von ganz alleine Selbstvertrauen haben. Und sie wird dir an den Lippen kleben. Und in den nächsten Minuten bekommst du meinen besten Tipp, um so ein Selbstvertrauen zu bekommen, damit du immer weißt, ob sie dich mag. Selbstvertrauen kommt aus einem magischen Ort, aus einem Land ganz weit weg von irdischen Gefilden. In diesem Land gibt es keinerlei Zweifel. Dort weißt du immer, dass du der Richtige bist, dass du gut genug für sie und für alle Frauen bist und du fühlst dich wohl in deiner Haut. Das ist das Land, in dem du sie treffen kannst, wo du charismatisch bist, wo du frei aus dir heraussprechen kannst und nicht an dir zweifelst. Und sie will dich. Geiles magisches Land, oder? Da kannst du ebenfalls hinkommen. Wie kommst du also von Zweifel zu Selbstvertrauen? Ich will nämlich, dass du diese Arbeitskollegin, diese Bekannte oder die Frau im Supermarkt oder die Frau, die du beim Radfahren oder Bergsteigen gesehen hast, von der du hin und weg bist, ansprechen kannst. Ich will, dass du die Sicherheit verspürst, dass du weißt, was du ihr sagen sollst. Und wenn du übrigens für alle Situationen, in denen du jemals mit einer Frau sprechen kannst und dann auch flirtig attraktiv mit ihr sein willst, Beispielsätze haben willst, dann hol sie dir. 14 Tage kostenlos hier im Flirt-Spezialisten-Programm. Mehr als alles andere haben wir uns nämlich gesagt, dass wir dir diese Möglichkeit geben wollen, dass du kostenlos diese Fähigkeit erlernen kannst. Denn wenn dir dieses Coaching nichts bringt, dann kannst du innerhalb von 14 Tagen einfach so dein Geld zurückverlangen. Ohne Wenn und Aber. Zunächst müssen wir jetzt aber und in diesem Video klären, was ist eigentlich Zweifel und wo kommen diese Zweifel eigentlich her? Zweifel steht immer im Zusammenhang damit, etwas zu gewinnen. Wenn du etwas gewinnen willst oder etwas nicht verlieren möchtest, dann zweifeln wir. Wenn du dir Sorgen machst, ob sie dich mag oder ob du gut genug für sie bist, dann kommt aus diesem erhofften Resultat heraus dein Zweifel. Wenn wir Resultate wollen, dann zweifeln wir. Der Weg raus aus den Zweifeln und zu Selbstvertrauen ist also das komplette Gegenteil zu tun, als auf Resultate zu setzen. Was du haben möchtest, gib anderen. Alle Weltreligionen haben das erkannt. Wenn du anfängst altruistisch, wirklich altruistisch zu denken und zu handeln, dann bekommst du mehr zurück, als du jemals gedacht hättest. Das ist kein Hokuspokus. Das funktioniert. Vor allem in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Vor allem beim Flirt. Ich sag dir ganz genau, wie du das machst. Leg die Resultate einmal beiseite. Ignoriere sie und fokussiere dich voll und ganz darauf, deine ehrliche, authentische und freudvolle, liebende Energie ihr zu schenken. Wenn du Dinge erhoffst oder erwartest, dann kommen die Zweifel. Der Weg raus ist nicht zu hoffen, nicht zu erwarten, sondern zu geben. Wenn du Dinge erhoffst oder erwartest, dann kommt der Zweifel. Erwarte nichts mehr. Gib deine volle Aufmerksamkeit, deine Liebe und zeige damit deine Unabhängigkeit. Frauen lieben unabhängige Männer, die trotzdem mit ihnen reden. Männer, denen Resultate egal sind, die nicht auf die nächste Nummer aus sind oder dass sie die nächste Frau in der Kiste gehabt haben. Unabhängigkeit ist hier ein Stichwort. Aber es ist nicht das einzige Stichwort. Unabhängigkeit plus Verehrung ist die einzige magische Kombination, auf die jede Frau auf der Welt steht. Stopp, stopp, stopp. Du sagst mir, dass du ihr nicht dein Interesse zeigen kannst, weil du Angst hast, etwas Falsches zu machen? Das ist das Resultat, von dem du wegkommen darfst. Zeig ihr dein Interesse. Wenn wir bereit sind, unser Gesicht zu verlieren, dann haben wir gar nichts mehr zu verlieren. Damit wirst du unabhängig wie Sau. Und attraktiv, weil du sie ehrst. Und ich muss dir die Wahrheit sagen, mein Lieber. Du wirst es nie, leider, nie wirklich wissen, ob sie dich wirklich mag. Nicht mal, wenn sie neben dir im Bett liegt und dich auf die Stirn küsst und dir sagt, dass sie dich liebt. Ich habe schon zu viele Männer und Frauen betreut, die selbst dann Zweifel hatten, ob ihr Partner sie wirklich liebt. Zu wissen, ob sie dich mag oder nicht, ist sowas von nebensächlich. Was zählt, ist, dass du, mein Lieber, du zu dir selber stehst und nur ein paar Sekunden länger mutig bist, als du es bisher getan hast. Und das kannst du. Ich glaube an dich. Du bist der fucking Hammer. Du kannst zu dir selber stehen und du hast diese Unabhängigkeit schon immer in dir gehabt. Sie ist ein Teil von dir. Wir können zu uns selber stehen. Unabhängig.
ohne Erwartung, flirten, mit Leichtherzigkeit ihr gute Gefühle schenken. Das muss gelernt sein, völlig egal, wie lange es dauert. Und wenn du es wichtig nimmst, dann dauert es in meiner 10-jährigen Erfahrung als Coach 3 Monate. 3 Monate, das zu lernen. Gib dir selber diese 3 Monate. Nimm dir die Zeit für dich. Du bist es wert. Und nicht in Vollzeit. Du brauchst nicht deinen Job dafür zu kündigen. 1 Stunde am Tag für dich. Da fängt es schon mit dem Selbstwert an. Und wenn du jetzt sagst, das bin ich mir wert, das will ich lernen, dann kannst du es auch. Es ist möglich, auf der Arbeit seine Kollegin zu erobern und zu deiner Partnerin zu machen. Das ist möglich, wenn du deine Zweifel besiegst. Und wenn du lernen willst, wie das genau geht, dann komm in die kostenlose Flirttyp- und Charisma-Analyse, wo wir uns deinen Flirttyp und dein Charisma einmal ganz genau unter die Lupe nehmen und ich dir sagen kann, was jetzt schon attraktiv an dir ist und womit du bei Frauen punkten kannst, was dir noch gar nicht bewusst ist an deiner Persönlichkeit. Der Link dazu, zu diesem kostenlosen Analysegespräch, findest du in der Beschreibung. Nutze ihn.